So, herzlich willkommen zurück bei Iron Talk. Tomb Raider Rising. Ah, Mist, Hase! Boah, wirklich, Hase? Bleib stehen. Ja. Okay. Hier war doch gerade ein Teil. Genau. Ja. Willkommen zurück, Leute. Wie gesagt. Hier werden wir... Bomb. Okay. Ach, dann können wir da hoch. Um wieder zurück zum Lager zu kommen, sozusagen. Ach so, okay, cool. Gehen wir erstmal hier weiter durch. Der Vogel ist direkt vor mir aufgetaucht. So, hab den Hasi auch. Ah? Ah ja. Ich hätte beinahe den Baum übersehen. Ich habe gerade Wölfe gehört. Hey, das Spiel ruckelt ein wenig gerade. Wieder Magnetisiert oder hier dieses Magnesium. Achso, Pilze sind voll, okay. Aber eine neue Herausforderung haben wir hier. Achso, nein, Lara, nein, Lara, nein. Andere schon bitte, danke. Okay. Kogos von Nicea, der Astronom. Griechisch Stufe 3, cool. Okay, sonst ist hier nichts. Okay, da ist ein Vorkommen. Sieht nicht danach aus, dass hier noch was ist. Okay. Schon mal so weit geschafft. Hab immer noch leider leicht Husten. Tut mir leid. Ein Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten. In seiner Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Es heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte.
Okay. Nee, es geht nur hier entlang. Hier kann man nirgendwo mehr entlang. Nö. Das war's jetzt, ja. Okay. Ach, hier nach unten. Okay. Wow, gerade noch so geschafft. Rennen wir mal hier weiter. Das habe ich. Nehmen wir erstmal das drumherum alles mit. Antiker Bogen, cool. Eins von vier Teilen. Geschafft. Okay. Wir haben tatsächlich dies gerade geschafft, die Herausforderung. Den antiken Bogen. Den ersten Teil von vier. Okay. Wo soll? Soll hier weiter drüben rechts sein, also jetzt links von uns sein? Ach, bestimmt nach oben klettern und dann. Da geht's zum Lager. Oder doch? Mal gucken.
sollst doch nicht zur Seite springen, meine teuerste. Naja, was soll's. Dann wieder zurück. Dann gehen wir einfach weiter. So, einfach weitergehen. Oh, hier liegt ein... nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Infos. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da. Dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Aha. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. So. Okay. Gucken, kann sie hier hoch? Ist leider nicht. Schade. So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern? Am Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Sieht aus, als hätten die Sowjets vertrieben. Vielleicht ein gutes Zeichen. Wenn die was schützen, das in dem Berg versteckt ist, dann sind wir genau richtig. Also, weißt du, wonach... Ich glaube, ich habe was gehört. Das sehe ich mir mal an. Oh. Halt die Augen auf. Ich sehe dich! Ja. Zum Ablenken. Ich dachte, Molotow-Cocktail wäre das. Nee, hoch geht's nicht. Ja, nehmen wir das Bäumchen mit, auf jeden Fall. Noch eine Kiste. Noch das Bäumchen hier. Entschuldigung, dass ich so oft diesen Sinn einsetze, aber ich will ungern etwas so weit übersehen. Oh. Da kommen noch mehr von ihnen. Ich habe seit ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Verlass dich nicht. Bleiben wir wachsam. Wir sind auf uns allein gestellt. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Ein Einheimischer wurde zum Verhör und wenig gefangen. Uns 3 Männer gefangen. Ich schätze ihn zum Falle, wir wissen, was dabei rauskommt. Konstantin erwartet mehr von uns.
Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, sir. Okay. Shit. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Das hier ist ein Fehlschlag. Wir sollten Schallen rund ums Gebiet legen. Hiermit kann ich... Gut. Okay. Achso. Kontakt, hab sie! Na, ich hab dich. Haha. Sehr schön. Ich hab dich bekommen. Und das ohne, dass sie einen Schuss abgeben konnten. Cool. Oh, auch voll? Okay. Okay. Öllampe, kann ich die echt mitnehmen? Puh, Alter, dass ich die Öllampe gerade genommen habe. Oh, der hatte nichts bei sich gehabt. Was ist hier? Gibt's hier irgendwas zu sehen? Nö, hä? Hm. Alarm, wir haben einen Eindringling! Okay. Mist. Ha. Puh. Okay. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft.
Bei einer solchen Operation bräuchten Sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben Sie wohl mich engagiert. Ach so. Ein altes sowjetisches Schild. Lenin lebte. Lenin lebt. Lenin wird ewig leben. Na, dann müssen wir mal schauen, ob wir noch ein bisschen Russisch lernen können. Was ist an der Statue? Können wir was an der Statue lesen? Gibt es da irgendwas zu lesen? Nein, leider nicht. Auch da nichts. Okay. Nur Nester. Nehmen wir mit. Eine Laterne zu haben ist immer gut. So. Okay. Halbautomatische Pistole Teil 2. Mist. Hätte ich gerne behalten, die Lampe. Oh, wow. Die haben ja ein nix für massives Bergwerk zum Abarbeiten. Mehrere solche Dinger. Ach. Die vermuten auch die Stadt hier runter. Deswegen. Da findet dich niemand. Oh nein. Okay. So. Achso, da die Seile rutscht rüber. Okay. Ist mir schon klar. So. Bitte nimm die Lampe mit. Wir haben keine Zeit mehr. Mist. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Na, den verdammten Helden ab. Jetzt. Bauchschuss. Ein schrecklicher Tod. Die Uhr tickt. Du wirst hier sterben, verstehst du? Außer du sagst mir, was ich wissen will. Nicht nur du, deine ganze Familie. Jeder. Ein qualvoller Tod. Und wir schauen zu. Du hast eine verdammte Chance. Genau jetzt. Sag uns alles. Okay. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual. Weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Ach so.
Agios Oteos. Agios Prophet. Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Und? Einen Dietrich. Okay. Pfeile sind voll. Ach so, okay. Ja, einen Dietrich habe ich leider nicht. Oh. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, setzen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Tust du nicht. Nein. Wie könnte das jemand wieder... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Was machen wir mit ihm? Nein! Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Wieder wohl versagt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Okay. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Verdammt. Die Kupplung ist hin. Es gibt noch Probleme. Mir mal helfen. Ja. Ah. Achtung, Angriff! Wir haben Gesellschaft. Die Magazine ist mir erledigt. Okay. Weg hier! Begebe mich in Position! Gebt mir Unterdrückungsfeuer jetzt! Feuer konzentriert! Granate raus! In den Posten! Begebe mich in Deckung! Begebe mich in Position! Komm jetzt, bring das zu Ende. Er ist tot. Puh. Man.
Mist. Das war jetzt echt null so geplant, aber naja, was soll's. Jetzt muss ich erstmal hier alles durchsuchen. Meine Güte. Okay, ganz ruhig. Das könnte ich anzünden. Okay. Also. Dich kriege ich. Meine Augen! Hilfe! Er ist eh blind. Also. Ich weiß. Andere würden sagen, oh, wie kannst du bloß... Nein. Es ist vollkommen okay so. Ich muss irgendwie den Tank zerstören. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Naja, das ging jetzt gerade. Rausch kann ich mal aufsammeln, okay. Oh, hier ist ein Lager. Okay. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. So. Das machen wir so. Halt. Die Waffe. Okay. Ach. Ich kann mir aussuchen, welche. Einen Moment. Mehr Schaden. Ja, die nehmen wir doch, hä? Ja, mehr Schaden. Munitionskapazität. Federn und Schrauben. Schrauben und Stoff. Nur Schrauben für ein besseres Zielen und mehr Schaden. Naja, das lassen wir erstmal so, hä, Jungs? Ja, die lassen wir erstmal so.
Was ist mit Munition herstellen? Kurzspitzgeschosse, okay. Und hier? Okay. Die Fähigkeit Hohlspitzgeschosse fehlt uns. Ah, so viele Hasen. Und Papa trifft null. Oh. Guck mal, das Spiel leckt gerade ein wenig. Also, ist gerade sehr hakelig. Ganz komisch. Muss ich echt zugeben? Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Aha. Okay, kann ich nicht öffnen. Na gut, das lasse ich mal. So. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Ah, da rein müssen wir. Wahrscheinlich. Wow, lange Rutschfahrt. Wir erleiden Verluste! Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Okay. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Okay. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Ach, wieder ein Dietrich. Munition. Okay. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Okay. Ich muss erst mal gucken, wo wir hier sind. Ja. Was wir schon gefunden haben. 1 von 5 Höhlen erforscht. Ach so, das ist hier so sozusagen eine Krypta, die wir gefunden haben. Okay. Hier gibt es also Wölfe und Rehe und Art Pumas, Schneeleoparden, ach, keine Ahnung, irgendwas. Das heißt, ich werde mich hier von euch verabschieden. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und erstmal alles Gute. Ciao, ciao euch.